wie du dir deine Ziele richtig setzt. Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um Zielsetzung geht und wie du dir deine Ziele richtig setzt. Ihr habt oftmals dieses Video angefordert, ihr habt oft gesagt, hey Chris, wie setze ich mir denn richtige Ziele? Und ich möchte in diesem Video einfach mal darauf eingehen, wie ich mir meine Ziele setze und eben auch erreiche. Größtenteils, ja. Es gibt eben drei Dinge, die ein Ziel haben muss. Und ich muss mal eben differenzieren. Wir sprechen jetzt nicht von einer Vision. Ja? Du brauchst immer bei jedem Ziel, was du erreichen willst, eine größere Vision von etwas, was du erreichen willst. Bedeutet also, du willst ja ein Business aufbauen, dann ist es nicht dein Ziel, Millionär zu werden. Ja? Das ist vielleicht dein Ziel, in Anführungszeichen, aber es ist nicht das Ziel, von dem ich jetzt spreche, sondern es ist deine Vision. Du sagst, ich möchte reich werden, ich möchte Millionär werden oder beispielsweise du machst Fitness, dann sagst du dir nicht, ich will jetzt ein Sixpack haben, wenn du völlig übergewichtig bist, weil das ist kein Ziel, das ist eine Vision und du brauchst diese große Vision von dir selbst, weil wenn deine Vision, dein höheres Ziel in Anführungszeichen nicht unrealistisch ist, dann werden dich kleine Probleme aus der Bahn werfen. Warum? Ganz einfach. Wenn ich mir sage, ich möchte abnehmen, ja, und dann fange ich an und ich habe keine größere, höhere Vision von mir selbst, in der ich mich wirklich mit Sixpack sehe, dann wird das nächste Mal gehe ich ins Kino, ja, meine ganzen Freunde, was weiß ich, ja, ist jetzt nur ein Beispiel, aber meine ganzen Freunde bestellen Popcorn. Was mache ich? Ich bestelle mir Popcorn, ja, weil es ein Problem ist, in Anführungszeichen. Das heißt also, ich bin wieder in einer Situation, in der ich damals schon war, und wenn ich keine höhere Vision habe von mir selbst, wie mein Leben aussehen soll, wie mein spezifischer Bereich meines Lebens aussehen soll, dann wird mich, also wenn deine Vision nicht höher ist als die Probleme, die kommen werden, werden sie dich aus der Bahn werfen. Das heißt, du brauchst eine große Vision, also ein extrem unrealistisches Ziel. Aber das sind nicht die Ziele, von denen ich jetzt spreche, weil so erreichst du deine Ziele nicht. So erreichst du deine Vision nicht. Wie erreichst du deine Vision? Deine Vision dauert ja unter anderem Jahre. Das heißt also, es kann sein, dass deine Vision dauert ein ganzes Jahr oder zwei oder fünf Jahre, um sie zu erreichen. Ja? Wie erreichst du diese Vision? Indem du dir Ziele setzt, Zwischenziele setzt. Und wie müssen diese Zwischenziele aussehen und wie lang sollten sie sein? Zunächst einmal sollten deine Zwischenziele erreichbar sein. Das heißt also, wenn du gerade erst anfängst, dein Business aufzubauen, dann darf dein Zwischenziel nicht sein, ich möchte 100.000 Euro im Monat verdienen. Weil das ist nicht in deinem Kopf nicht erreichbar. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich möchte 100 Euro oder 50 Euro am Tag verdienen, was 1.500 Euro im Monat sind, oder 100 Euro am Tag, was 3.000 Euro im Monat sind, dann ist das viel, viel erreichbarer für dich. Das heißt also, das Erste, was dein Ziel haben sollte oder was es sein sollte, ist, es sollte erreichbar sein, um deine große Vision zu erreichen. Ja? Erreichbar. Wenn du jetzt abnehmen willst, dann sagst du, okay, ich möchte 2 Kilo abnehmen in 14 Tagen. Das ist erreichbar, das kann sich jeder Mensch vorstellen. Wenn du sagst, du bist völlig übergewichtig, ich möchte 20 Kilo abnehmen, das ist nicht erreichbar für dich und es triggert dich nicht mehr. Es ist nicht messbar. Und das ist das Zweite. Erstens sollte erreichbar und messbar sein, dadurch eben auch. Und zweitens, es sollte spezifisch sein. Das heißt also, dein Ziel sollte nicht sein, ich möchte jetzt ein bisschen was abnehmen, sondern ich möchte 2 Kilo in 2 Wochen abnehmen. Das ist mein erstes Zwischenziel. Oder ich möchte meine Webseite in einer Woche stehen haben. Das ist extrem spezifisch. Das heißt also, das Zweite, was dein Ziel sein sollte, ist, es sollte spezifisch sein. Ja? Weil nur dann kannst du es dir vorstellen. Es sollte erreichbar sein und es sollte spezifisch sein. Und dadurch wird es eben auch erreichbar. Und das Dritte, was es sein sollte, es sollte messbar sein. Und wie ist es messbar? Indem wir ihm eine Deadline zuweisen. Das heißt also, wenn ich mir ein Ziel setze und es ist keine Deadline da, das heißt also, ich möchte mir eine Webseite bauen, ja, dann kann es auch sein, dass ich für diese Deadline 10 Jahre brauche, ja, jetzt übertrieben gesagt. Warum? Ganz einfach, wenn du dir kein Ziel setzt, dann brauchst du unter anderem einfach 10-mal so lange, ja, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt also, das Dritte, was es sein sollte, ist, du solltest dir eine Deadline setzen und dadurch ist es messbar und dadurch erreichst du dein Ziel auch. Ja? Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, um deine große Vision zu, sollst du eine große Vision haben, die extrem unrealistisch ist, damit dich die Probleme nicht aus der Bahn werfen. Und dann sollten deine Ziele erstens sein, sollten erreichbar sein für dich. Zweitens, sollten spezifisch sein. Und drittens, sollten messbar sein, indem du ihm eine Deadline zuweist und diese Deadline auch stetig überprüfst. Ja? Okay, soweit so gut. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen, gib diesem Video einen Daumen hoch. Und wenn du jetzt meine 4-Schritte-Erfolgsformel erfahren möchtest, mit der du jedes Ziel in deinem Leben erreichen kannst und unter anderem auch lernst, wie du dir noch besser Ziele setzt, ja, dann klicke jetzt hier über mir auf den Button und dann kannst du dir kostenlos per E-Mail downloaden. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.